Lilita, meine Freunde, heute mit ganz besonderen Themen. Das gerade war Amy McDonald und ich. Tom und ich haben heute haben gerade spekuliert, ja, wenn sie nur halb so gut bläst, wie sie singt, ja, dann, meine Freunde, geht einiges. Ja, so eine bläst geile sie mehr Sau, Luftballons oder? Auf als jeder andere Mensch. Ja, dann bläst sie halt mehr. Sie ist Stargast auf jeder Kinderparty, ja, bei ihren Luftballonblasfertigkeiten. Ich habe wieder gespuckt. Tom ist heute übrigens extra hier, um Liedem aufzunehmen. Er hat eigentlich frei, geht heute Abend zu Manowar, oder? Ja. Du männlichster aller Männer. Manowar. Ja, wie dem auch sei. Mamie McDonald, wir sind der Meinung, eigentlich die schönste Sängerin, die es derzeit gibt, oder? Unter den Top 3. Unter den Top 3, ja. Auf Platz 1 Amy McDonald, auf Platz 2 Amy McDonald. Ja, schauen wir mal. Das Album ist übrigens richtig gut. Ja, ja. Bald kommt Neues. Ja, freue ich mich schon drauf. Ja, ich auch. Ja. Wie dem auch sei, hier nicht ganz die gleiche Mucke, aber hier, erster Test unserer neuen Autorin ist online. Ja, AOAA quasi, neue Platte, unbedingt auschecken. Also das Fazit von mir war, also der Text ist von der neuen Autorin, von der guten Claudia, und das Fazit von mir ist, die Scheibe frisst Kinder und ist pures Todesmetall. Pommesgabeln in die Luft, Boxen aufdrehen und Nacken brechen. 9 von 10 Punkten, unbedingt reinhören. Dann, mein Rechen ist heute langsam. Ich habe gestern, ich habe den Start von Inglourious Basterds, den DVD-Start verpennt. Tom, glaubst du das? Ja. Wir sind ja schon dreimal gesehen, oder, der Film? Ja, ich habe ihn echt schon, viermal habe ich ihn, ja, habe ich den Film im Kino gesehen. Ich habe damals übrigens gestottert, ganz schlimm, wenn ich nervös war. Dann war es immer so, dass ich so ein bisschen geredet habe und dann kamen manchmal Wörter nicht. So war das damals. Und manchmal kommt es wieder raus. Das ist doch erst ein halbes Jahr her. Ist erst ein halbes Jahr her, ja. Nee, aber dann habe ich mir das selbst versucht abzutrainieren, indem ich mir mal auf die Zunge gebissen habe, extra, wenn ich gestottert habe. Ja. Wenn ihr nicht mehr stottern wollt, aber stottert, dann beißt auf Zunge. Danach. Ist kein Scheiß. Ist heute nicht Liter im 30? Liter im 29. So. Liter im 30 wäre natürlich... Ist gestern ausgefallen. Ja, gestern. Sonntags gibt es keine Liter. Ach, Sonntags gibt es ja nur den Überblick. Ja. Inglourious Basterds auf jeden Fall kaufen. Kaufen, 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 meine Freunde. Ja, dann Heroes of Newers, ein offener Brief an die unsoziale Horn-Community. Der kam auch in den Staaten nicht so gut an. Ja. Also hier, und hier auch nicht? Doch, die Leute geben mir recht, das ist das Lustige. Ja? Viele sagen halt, hey, ich habe Heroes of Newers gespielt. Diese Spasten in der Community bei Heroes of Newers haben es mir dann aber versaut. Und die Spasten der Community sagen selbst, ja, dass sich die Leute nicht aufregen sollen, weil sie doch die Elite sind. Also schön den Mittelfinger an die Horn-Community, ja, ihr versaut selbst. Dann die 10 erfolgreichsten Grafik-Engines für den PC. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr tolles Special von Fjumpf. Ja? Lohnt sich. Dann, Freunde, eine schreckliche Tat hat sich am Mittwoch in Rumänien ereignet. Und zwar hat ein 15-jähriger Junge, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, leider, Jonut Silvia Savin, 15, seine Mutter, beziehungsweise seine Adoptivmutter, mit 17 Messerstichen getötet, das Bargeld genommen und ist 3 Stunden später im Internetcafé, um Counter-Strike zu spielen. Ja, für 4 Stunden. Da muss man einfach sagen, Leute, ihr müsst auch ein bisschen so socializen und aufpassen, ja, wenn es zum Beispiel dem Tom schlecht gehen würde. Ja. Wenn ich sehe, der Tom, der ist jetzt hier auf der Arbeit, ist immer ein bisschen depressiv und so, dann nehme ich den Tom in die Arme und sage ihm, hey, komm, wir gehen mal eine rauchen. Ja, wir rauchen mal nicht, aber komm, Tom, wir gehen mal ein Schnitzel essen und ich esse Gemüse und dann erzählst du mir mal davon. Ja. Wir müssen halt alle ein bisschen mehr aufeinander aufpassen. Nur so, straight from the heart. Aber meine Community ist da ja so, weißt du? Geht's einem nicht so gut? Zack, hey, was ist denn los? Hier hast du ICQ-Nummer, lass mal ein bisschen drüber quatschen, weißt? Ne, Tom? Oh, ganz persönlich über ICQ. Ja, wenn man 20.000 Kilometer auseinander entfernt wohnt, ja. Immer schön auf die anderen Leute aufpassen, Freunde. Damit sowas nicht passiert, ja. Okay, weiter, ja, mit ganz besonderen Themen. Die 100, heute verspreche ich mich öfter mal. Merkst du das, Tom? Das ist, weil ich so nervös bin. Die 100 hässlichsten Spielecover haben wir heute. Dann Grimme Award Online. Tom, hast du es mitbekommen? Ja. Das Update. Das erste oder gab es noch eins? Nee, das erste Update. Ja. Freunde, ihr braucht uns nicht mehr vorschlagen. Wir sind quasi jetzt in dem Pool der beobachteten Seiten von der Jury. Vielen Dank, macht mich sehr stolz, dass die Community so drauf abgegangen ist.
Oder? Das ist eine coole Sache, Tom, ne? Ja, ist ja jetzt auch ein bisschen deine Community. Ich könnte dir noch PC Games vorschlagen. Ja, aber wo? Bei Kultur und Unterhaltung, da trifft nichts von zu. Also PC Games könnte man vorschlagen bei Information. Ja. Ja? Da gibt es ja investigativen Journalismus. Während wir ja eher so, puh, ja, was soll man sagen? Wir sind eher subversiv, ja? Ja. Scheiße vielleicht. Dann, Gruppe des Tages ist, spiel mir das Lied vom Tod. Nee, Quatsch, spiel mir das Lied vom Chris. Punkt. Lied mit 1337. Ist eigentlich auch nur Gruppe des Tages, weil es eine kreative Gruppenbeschreibung ist, fand ich. Oder? Ja. Da gibt es diesen lustigen Porno-Titel. Ja, spiel mir am Glied bis zum Tod. Oder spiel mir am Glied mit Code. Spiel mir am Glied mit Code, das ist natürlich auch so. Das ist natürlich widerlich, aber. Nee. Dann User des Tages, das ist The Real Edge. Ja, Patrick, du bist User des Tages, du bist 17, kommst aus Regensburg, glaube ich, oder? Steht hier irgendwo. Ja, aus Regensburg und ist großer Wrestling-Fan. Wow. Ja, du bist auch großer Wrestling-Fan, oder? Ich habe übrigens deine Wrestling-DVDs, die du mir ausgeliehen hast, habe ich mir angesehen. Die sind schon ein bisschen scheiße. Echt? Ja. Die Best of 90s? Ja. Echt? Ich fand die ganz gut eigentlich. Die Biografien sind halt oberflächlich. Ja, okay. Es ist jetzt nicht so ein Deep Look, ne. Es ist halt eher oberflächlich. Die Match-Auswahl ist auch nicht so geil. Hm. Naja, und Hulk Hogan sind halt nur Matches drauf. Ich hasse Hulk Hogan eigentlich. Eigentlich finde ich den ganz cool. Aber, echt? Ja. Also mein Lieblings-Wrestler war Owen Hart. Ja. Ist das der so unglücklich gestürzt ist? King of Hearts, Owen Hart. Ja. Dann kam Bret Hart. Und dann eigentlich auch schon Tatanka. Und Razor Ramon. Tatanka war super. Ja. Oder IRS? Ja, der war auch super. Dann Ghostbusters Ecto 1 mittlerweile bei 36.000 Euro. Ist schon eine harte Summe. Dann, Freunde, wie lange haben wir noch? 3 Minuten. Alles klar. Leetime auf Facebook hat 95 Mitglieder. Ich habe gesagt, Wochenende sollten 100 sein. Aber wir sind ja knapp an den 100. Also hochgerechnet ist es ja 100. Weißt, ab 500 Mann auf sind also 100. Oder? Ja. Kann man so sagen? Genau. Noch 5 Mitglieder, dann werde ich es in meiner eigenen, wenn ich Facebook hätte, würde ich dann meinen Leuten vorschlagen zu joinen, ab 100 Leuten. Ja. Dann haben wir, bei Mainfortset sind es übrigens 82. Also da muss noch ein bisschen nachgezogen werden, bis 100 Leute da sind. Was mit Schüler-CC? Schüler-CC kann ich nicht einsehen. Leider. Ja, weil ich bei Schüler-CC nicht angemeldet bin. Was jetzt nicht heißt, dass ich bei Mainfortset oder Facebook angemeldet bin. Warum kannst du es dann da einsehen? Es ist jetzt egal. Oh, bevor ich es vergesse, wir haben ein dickes Gewinnspiel von unseren Freunden von THQ. Erinnerst du dich an Darksiders? Ja, ja. Ich habe Darksiders übrigens jetzt fast durch. Ja? Meine Xbox ist ja kaputt, deswegen kann ich es nicht weiterspielen. Und Darksiders ist richtig fett. Also ich kann die 90er-Wertungen, die es irgendwie bekommt, weltweit verstehen. Das ist richtig gut. Das ist ein Zelda für Erwachsene, eigentlich. Ja. Ein Zelda für Erwachsene. Punkt. Ist halt nicht so ein Kiddie-Scheiß. Auf jeden Fall gibt es da hier... Guckt bitte. Gibt es Darksiders Avatar-Klamotten? Und die verlosen wir. Einmal das und einmal diesen Helm. Ja? Oder die Maske, eher gesagt. Und einmal ist es hier dieser Anzug von War, von dem Helden quasi. Und willst du wissen, wie du sowas bekommen kannst? Und dadurch dann richtig Geld sparst. Nein, aber diese Maske da könntest du deiner Freundin schenken. Ja. Also sie ist ja, ob ich jetzt ein echtes Pferd bums oder eine Frau mit Pferdemaske, ist ja auch ja. Weißt du, wie es bekommt? Wahrscheinlich. Wie du es bekommst. Ich bekomme es umsonst, aber weißt du, wie du es bekommen kannst umsonst? Du musst einen Kommentar unter irgendwas schreiben. Nein, du musst doch nicht mal einen Kommentar schreiben. In dieser Leadtime werde ich im Kommentarbereich ab und zu Codes posten dazu. Wir haben insgesamt 4 Codes. Und first come, first serve, weißt du? 40 Sekunden hast du. Wie bei deiner Mama. First come, first serve. Ja, wie du immer sagst, Darksiders unten. Wenn ihr eine Xbox habt, oder überhaupt eine Konsole, echt kaufen. Also ist kein Scheiß. Ist ein richtig fettes Spiel. Kostet auch, glaube ich, nur 45 Euro oder sowas. Also ist auch noch günstig. Für 21 Stunden Spielspaß, die ich bisher hatte. 21 Stunden? Ja, also ich hab bisher 11 oder 12, aber es sollen 21 sein. Wie lange haben wir noch? Ich dachte, du wärst fast durch. Ja, fast durch halt. Hey, wie lange haben wir noch? 10 Sekunden. Alles klar, meine Freunde. Passt auf euch auf und passt auf die anderen auf. Tschüss! It's white.